Jetzt läuft er. Alles klar. So, und da ist er. Guckt am Loch und gut bekannt von den Buchstaben. Als Aktivist bei der Pegasus-Bibliothek unter anderem Vision of Mountains ist seine Vision. Vision of Mountains 1, wenn ich ergänzen darf. Genau, richtig, ja. Mit dem ist er keine Daten. Also viele, viele schöne Locations, die wir auch benutzen, unter anderem. Und gerade so eine Ausstellung die 70er, ich mochte sie sehen in Second Life. Und jetzt ist er hier auf die Buchmesse gekommen, als Science-Fiction-Fan unterwegs, nehme ich an. Ja, Science-Fiction, Fantasy und, wie ich festgestellt habe, anhand des Programms sehr viele Autorinnen und Autoren, die ja tatsächlich schon in Second Life gelesen haben. Ne? Es hielt ja mal jemand für überholt und ein toter Winkel des Internets sei Second Life, literarisch mal sowieso. Ich kann das so nicht bestätigen. Da läuft schon wieder einer von den, der Herr Fix. Ne? Genau, richtig. Und, also jede Menge Leute, ne? Und dann wollte ich ganz unauffällig auch mal das eine oder andere Flugblatt verlieben, weil ich einfach denke, die Idee Literatur, die Idee Lesen und die Idee Bücher, die darf nicht verloren gehen. Und ich denke auch, dass wir in der virtuellen Realität irgendwo die Sache zwischen sogenannten realen Büchern und diesen E-Books in einem Reader, dass wir da gerade mit Pegasus ein Zwischenglied schafft, weil wir da Bücher haben, da kann man sich auch mitten vor den Kamin setzen, bei Pegasus oder bei sich zu Hause und kann auf die Seiten umblättern und es raschelt dann auch, ne? Und das Buch kann man sich dann wieder verkleinern, wenn man es verwendet hat, kann es sich ins Regal stellen oder ins Inventar. Mein Traum ist es, Bücher zu besitzen in Second Life zu einem Statussymbol zu machen. Ich arbeite noch immer daran, weil ich denke, irgendwo mal eine Yacht oder ein Flugzeug oder ein Ozeandampfer, den kann man ja irgendwo mal schnell bekommen. Ne? Aber Bücher, Lesungen und Bücher, das ist nicht in jedem Shop um die Ecke zu bekommen. Ne? Ja. Und wer sich sowas anhört, anschaut oder bei mir umsonst, unkommerziell, eins von den 500 Büchern auf Deutsch oder von den 52 Büchern auf Englisch, die wir haben, das wäre doch mal was anderes. Das hat mich nicht. Und das Neueste ist, glaube ich, von Dennis Frey, der auch heute hier ist, magischen Eliten, gibt es bei dir. Ja, Dennis Frey hat zum Zeichen der Zeit erkannt und hat ein komplettes Buch aus seiner Reihe spendiert. Das haben wir leider von Lebenden selten. Bei Toten ist es anders, also nicht, dass die das dann spendieren, aber wer über 70 Jahre tot ist, dann darf man die Sachen so freigeben. Aber einige haben es, der Marc Späni zum Beispiel hat eins mal mehrere Kurzgeschichten zusammengestellt, das fand ich auch sehr gut. Und jetzt haben wir da ein komplettes Buch. Gibt es zum Umblättern, gibt es auch in der Einprägnation, sehr schön gestaltet. Dann gibt es das dann als Notecard, da kann man es rauskopieren, ausdrucken, in der normalen Textverarbeitung. Und eins ist möglich, eins ist vorhanden. Einfach nur vom iPhone oder auf dem Marketplace. Wir tun mal weiter, das müssen wir produzieren mit dabei. Das kann nicht anders, muss man sagen. Ne? Das können wir bestätigen, das kann nicht anders, wir auch. Ich danke dir für dein Statement. Immer gern. Ich freue mich, dass du mit dir Dr. Rene Fischer bist. Ich glaube, das Video ist auch bei YouTube, ne? Noch nicht, ne? Achso. Noch relativ frisch. Ist noch exklusiv. Das ist total immersiv alles. Wobei, man sollte die Kamera richtig rumhalten. Oh ja. Hochimmersiv. Ich sehe irgendwie was von Winkler. Ja, genau. Wollt ihr angucken? Ja, dann bin ich ein bisschen verweilt, weil das fand ich natürlich interessant. Mhm.
cool. Ein bisschen unscharf, ne? Wahrscheinlich, weil ich keine Brille habe. Musst du selber nachschließen. Ja, kann man oben noch ein bisschen was machen vielleicht. Ah, okay. Noch ein bisschen was gucken, ne? Was da, wenn man das so scharf hat. Das ist halt so eigentlich nur eine Simulation, ne? Weil ich habe irgendwann gemerkt, nach welchen Prinzipien gemacht werden. Das ist immer derselbe Film, immer genau gleiches Format, nur beim linken Auge ist links was abgeschnitten, beim rechten rechts. Ne? Und so habe ich das dann auch. Ja, okay. Kann man jetzt mehr, ne? Ja. Aber so. Also,